midnight sky. We're standing face to face out in the rain. Der Tag der Versuche, weil der Michi Seiler hat... Ja, nein, ich bin nicht allein schuld. Ich bin nicht schuld. Wir haben letzte Woche eine Band gegründet. Schuld ist der Michi Seiler, weil er hat ein paar Lieder gehabt, und die schon länger nicht mehr gespielt worden sind. Und zu der Gelegenheit wurde für heute eine kleine Band gegründet, zu der ich auch Julia von Miller auf die Bühne bitten darf. Gibt einen Menschen in Schwabing, der eine Sendung gehabt hat bei der Jazzwelle, nämlich Jazzpresso, ein Urgestein der Münchner Musikszene ist, der später im Café Ringelnatz ab und zu aufgeregt hat und der letzte Woche mit seinem Hund spazieren gegangen ist und an uns vorbei, und dann haben wir uns gedacht, das ist ja der Stollpaul. Und der hat ja einen Bass, und der kann Bass spielen, und sagen wir einfach, ob er mitspielen will. Und er ist dann auch gekommen, und einen großen Applaus für Paul Stoll, der sich auf uns einlädt. Pauli Stoll! Und das ist übrigens der Elvis. Das ist der Elvis, also tatsächlich, die ganze Geschichte mit diesen Tankwart-Geschichten sind vollkommener Müll. Elvis lebt, aber er liegt hier auf der Bühne als Hund. Nachdem ist dann Pause, wenn wir uns da jetzt zurechtfinden hier. So, mit da. Frau, die Braut, durch. Sitzen wir jetzt auf dem Hund? Braucht jemand noch was zum Sitzen bei? Ich darf an dieser Stelle ruhig mal sagen, dass der Till vor 2 Jahren in Passau am Eulenspiegel-Festival von Peter und von mir den ersten Akkord auf der Gitarre gelernt hat und in 2 Jahren zum Lead-Gitarrist dieser Band wurde. Wobei der Trend in der Popwelt zum zweiten Akkord geht, das müssen wir wissen. Wir haben uns sogar dann auf 3 geeinigt. Da sieht man aber mal, wie so ein Zeitfenster dann tatsächlich funktioniert. Der Ölis, der Ölis. Halb ist bereit. Halb? Warte, halb hinten noch. Halb muss noch seinen Hund füttern. Hat er alle Getränke auf der Pfanne? Man muss dazu sagen, wir haben uns letzte Woche tatsächlich den Luxus erlaubt, dass wir 13 Minuten proben. Wir haben die Lach und Schieß gesessen, gell? Und hatten jede Menge Fußvolk. Nach 13 Minuten kam die Polizei und hat gesagt, es gibt auch in dieser Hinsicht Gesetze. Wurde aber nicht gewusst, also es war früher anders. Das muss ich jetzt aber wirklich dazu sagen, die Lieder, wo wir jetzt spielen, die sind, die hab ich auch seit 20 Jahren nicht. Du hast gesagt, bei dem hier, was wir jetzt zuerst spielen, da warst du 16, deswegen hast du bei Go auch ein W noch dahinter geschrieben, damit du weißt, wie man es ausspricht. Ja? Also Go. Das W habe ich dann ausgestrichen. Da haben wir ein Zeitfenster, wie es das heißt, It's Time. Super, passt, oder? Passt. Der Paul muss noch den Ablauf am Till ankleben. Genau, der Till macht heute alles, die Moderation, die Gitarre und die Pinnwand. Der Moses hat sich übrigens gerade, das ist ein legendärer Moment gewesen, genau vor die Kamera gesetzt. Also, schauer Dekolleté ist auf jeden Fall drauf. Er hat immer wieder pfiffige Ideen, das muss man sagen. Elvis, der Hinti muss. Der Hinti da. So, jetzt Klassenfoto machen, gell? Das ist ja Wahnsinn. Jetzt ist eingeschaltet. Ja, ist eingeschaltet. Ja, ja. Fangen wir um. Seid ihr bei uns? Ja! Wollt ihr das jetzt auch wirklich hören? Ja! It's time to go. It's time to break.
something that we've been trying to keep. I throw it off. Let's live for today. No more tomorrows. Let's live for today. Komplizierter, harmonisch. Jetzt. Ja, auch ein bisschen protestiger, oder? Nö. Ich weiß nicht, was dir durch den Kopf gegangen ist bei dem Lied. Ich glaube, da hüllst du dich in mysteriöses Schweigen. Ich glaube, es ist die dritte Zeile, die es hatte vielleicht mit Substanzen zu tun. Ah, okay. Substanzen. So. Es gibt nur Musiker, die schreiben sie tatsächlich A und E auf. Was? Bassisten halt. What he's got to say. He gave me a line of the stuff I love, and made me understand what he's talking of. Near his mouth to my ear, says, look at your life, what you lost again. Dreaming of a wife. You think you know love and stuff. Think you know it all. But what has it been to you except for stumbling and fall? And life in a lie. Well, black is white. The ugly is beautiful. And wrong is right. Hätte es gegeben, nämlich mit einem. Dann schreib es halt schnell aufs Hemd, Paul, das geht ja. Komm mal wieder raushaschen. Nein, aber die Akkorde. Ja, dass man da einigermaßen mit ja, den Akkorde ist, die Grund schon. Und wir zumindest. Also da steht jetzt nichts mehr. Paul, jetzt musst du durchfinden. Viel Glück. Das ist es, oder? Nein, wir zählen es weg. Aber du, Paul, jetzt schleiß dich einfach ein. Das hörst du schon. Hallo. Sagen wir es mal schnell, wie ist das? Ich will mal.
So seht ihr das mal, so geht es mal. Ja? Makulaturen. Habe die Ehre. Gibt ein bisschen Stimme, war ja erklärt. Genau. Du erklärst das jetzt, ja. Ich glaube, das ist doch Niederbayerische. Wunderbar, das ist wunderbar. Die Improvisation hat eine lange Tradition und es kommt immer wieder zu erstaunlichen Erfindungen. So ist You're in the Army Now entstanden. Ja, ja, genau. Kennst du das eigentlich mit der Bikini Bridge? Ja. Das ist jetzt die Arm Bridge, das ist Elbow Bridge. Die zweite Zeile kommt sechsmal. Das heißt eine Fratil. Ja, ja, nichts. Gut, scheiße. Der Chorus kommt später. Der heißt dann nicht drin. Ne? Kompliziert was? Das ist ein bisschen über das Jahr. Ja, ungefähr können wir da hin. Stimmt's? Ja. Ja, das funktioniert. Ja. Ich hab so viel gefilmt, da geht heute.